Hallo und willkommen zurück zu Star Trek Online. Wir befinden uns hier immer noch auf Kronos. Vor euch seht ihr Kalida. Das ist eine Taktikerin, ja, ziemlich spärlich bekleidet, aber ich glaube, das liegt an den Orionern so irgendwie allgemein. Ich bin auch die ganze Zeit überlegen, ob ich hier vielleicht mal eine andere Frisur zulegen sollte, weil irgendwie gefällt mir die Frisur nicht wirklich. Aber ja, gut, okay, das können wir später immer noch machen. Und ja, wir wollten jetzt hier uns auf die Jagd nach der nächsten Mission machen. Nachdem die letzte Mission ja ziemlich kurz und knackig gewesen ist, was heißt knackig, also ziemlich kurz und bündig, das trifft es wahrscheinlich eher, weil wir sollten eigentlich nur den Tod einer Ehefrau überbringen und daraufhin hat sich der Ehemann dann unserer Mannschaft angeschlossen. Fand ich übrigens auch sehr nett. Und ja, jetzt gucken wir mal, wer sich uns noch so alles anschließen will, indem wir einfach die nächste Mission machen, sprich die Jagd hat begonnen. Ein Föderationsspion ist aus den Gefängniszellen entkommen. Sie sind ihm gefolgt und erfahren, dass der Feind vor ihren Türen steht. Tja, dann rufen wir mal. Er befindet sich irgendwo auf Kronos. Finden Sie ihn. Ja, gut, okay. Dann ist in Arbeit. Beenden. Und dann werden wir ihn jetzt auch mal suchen. So, die Jagd hat begonnen. Müssen wir darüber... Das hier ist übrigens eine andere Mission. Das ist Mutprobe. Sollte ich vielleicht auch irgendwann mal machen, damit die vielleicht rausgeht. Und ich habe auch gelesen, dass man dafür als Gratisbelohnung, nein, dass man dafür als Belohnung ein neues Schiff bekommt. Aber eigentlich bin ich mit meinem jetzigen Schiff so ganz zufrieden. So, ist der das hier? Richter? Weil der hat eben gerade gelabert, oder? Aber der ist es wohl nicht. Ach, da leuchtet etwas. Dann gehen wir da mal hin. So, Gefängniskomplott. Komplott. Genau, Komplex von Kronos betreten. Oh oh. Ich glaube, hier ist einiges vorgefallen, so wie das mir scheint. Weil das sieht hier etwas wüst aus. That prisoner you dropped off escaped with the help of two accomplices. Einer war ein männlicher Orioner und der andere Nausikianer. Die Orioner sorgen für Aufsehen, beschwerte sich über einen Gefängnistransport, der niemals stattgefunden hat, und schrie weiter, bis alle im Raum abgelenkt waren. Mittlerweile hat der Nausikianer den Zellentrakt erreicht und die Kraftfeldsteuerung kurz geschlossen. Die Überwachungskameras haben ihn dabei gefilmt, wie er den Gefangenen der Föderation mit einer Holo-Ermitterverkleidung ausstattete. Danach sind die drei in die Stadt geflohen. Ich wusste, dass das geschehen würde. Zum Glück bin ich heiß auf den Kampf. Security cameras caught the trio heading for the challenge floor. Ja, bevor sie in der Menge verloren gingen, suchen sie nach Zeugen, die uns deren Versteck führen könnten. Es interessiert mich nicht, was dieser Gefangene weiß. Er hat für mehr Schwierigkeiten gesorgt, als er jemals für den Geheimdienst wert sein könnte. Sollte er bei der Gefangennahme sterben, wird keiner nachfragen. Ja, davon bin ich ausgegangen. Gut, wir sollen also erst einmal wieder... raus, vermute ich. Weil da leuchtet es auf. Dann gehen wir da auch hin. Gefängnis verlassen. Und müssen jetzt hier hoch. Ja, wundert euch nicht. Also in Kronos kenne ich mich doch nicht ganz so gut aus. Wie gesagt, ich habe den Char nicht wirklich großartig gelevelt. Aber das hatte ich euch ja in der anderen Folge schon gesagt. Was haben wir denn hier vorne? Ah, da ist ein Zivilist. Ja, den können wir ausquetschen. Ah, da haben wir Worf. Aber war hier nicht eben gerade ein Zivilist? Ich glaube nicht, dass die jetzt Worf mit Zivilisten meinen. Oder doch? Hä? Ich hatte doch hier eben gerade noch eine andere Auswahl, um mit Worf sprechen. Greetings. Fight with honor. Nee. Also mit Worf will ich auch gerade nicht sprechen. Hallo, wo ist denn jetzt der Zivilist? Da ist einer, aber das wird der ja auch nicht sein. Eigentlich nicht, danke. Also ich wollte jetzt hier nicht über Kalis aufgeklärt werden. Ich will diesen komischen Zivilisten suchen. Wo ist denn der? So, der muss doch hier irgendwo sein. Wir haben es jetzt mal vergrößert. Keine Ahnung, wo der sich rumtreibt. Nee, also ich habe hier beim besten... Geschichtenerzähler, Lehrling. Nee, das wird er wahrscheinlich auch nicht sein. Ja, keine Ahnung. Der Zivilist hat sich wahrscheinlich hier schon wieder selbstständig gemacht. Dann gehen wir jetzt einfach mal weiter. Warte mal, wir werden die Karte jetzt mal wieder etwas verkleinern. Und schließlich geht ja hier unsere Jagd weiter. Hoffe ich jedenfalls.
So, wo müssen wir denn hin? Ah, ich glaube, wir sind schon da. So, und hier haben wir jetzt aber einen Zuschauer. Zeugen befragen. I saw the trio you're looking for. They were talking to Tulok the Tailor, right over there. Now don't block my view. Kapla. Gut, ich glaube, von denen kriegen wir nicht wirklich Informationen raus. Da drüben ist auch noch einer. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht wieder einer. Information zu den Schwierigkeitsstellungen? Nee, ich glaube, das will ich ja auch nicht wissen. Was? Wo muss ich jetzt hier überhaupt hin? Achso, ich muss da oben jetzt hin. Die Jagd hat begonnen. Ja, ich weiß, ich renne hier schon wieder mitten durchs Kampfgetümmel. Die kriegen das schon hin. So, wo muss ich denn hin? Ja, das ist etwas verwirrend. Aber ich hoffe, ihr seht es mir nach. Gut, also hier kommen wir auch nicht weiter. Da auch nicht. Muss ich hier hin? Post zugreifen? Nein, muss ich nicht. Kleidung? Nach den Gefangenen fragen. The stranger with the Orion and Nausicaan. Yes, they were just here. They made a quick purchase and then made their way to the western slums. Garad hangs out over there. You should speak to him. Speaking of new clothes, I could outfit you and your crew in the latest in Klingon fashion for the right price. Danke, ich wollte... Come see me anytime. Danke, aber ich wollte mir erstmal die Informationen haben. Tulok is a tailor, and you can visit him at any time to alter the appearance of your character and your bridge officers. Dankeschön. Gut, das wollte ich jetzt aber natürlich nicht wissen, weil ich will jetzt eigentlich... Ach, jetzt müssen wir da hin. Zum Glück gibt es ja hier diese Karte, damit ich wenigstens weiß, wo ich hin muss. Sups. Ja, ich weiß, da hätte man noch eine weitere Quest annehmen können. Nein, hier müssen wir nicht hin. Ich habe eben gerade noch gesagt, zum Glück gibt es ja die Karte, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Und lauf dann doch erstmal wieder verkehrt. Aber diesmal sieht es besser aus, genau. So, dann kommen wir jetzt hier zu den Wohngebäuden. Irgendwo lacht hier einer. Ich kann auch lachen. Ach, da ist er ja. Mit dem müssen wir reden. A stranger, Orion and a Nausicaan. Is this a joke? Ja, ich sah sie. Sie schien in Eile und jetzt verstehe ich auch warum. Garad hilft immer gerne Kriegern des Reiches, wenn sie etwas brauchen. Gute Jagd, General. Ist ja schön, Bürger der ersten Stadt zu sehen, die wissen, wo ihr Platz ist. So, dann gehen wir jetzt hier also rein. Und nehmen unsere Leute mit. Diesmal dürfen wir schon zwei Stück mitnehmen. Und draußen arbeiten sie schon wieder an der Baustelle rum, wie ich höre. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Also manchmal hoffe ich ja, dass das so weit funktioniert, dass das Mikro nur das aufnimmt, was es aufnehmen soll. So, wo müssen wir überhaupt hin? Was? Hier ein sicheres Haus haben? Dann wette ich, dass sie wissen, dass wir kommen. Ja gut, okay. Ich vermute, wir müssen einfach mal in die Richtung... Ich frage mich sowieso, warum der eben gerade den Generator aufgebaut hat. Ah doch, wir kommen da doch rein. Hallo! So, die werfen natürlich auch eine Granate, oder ist das meine Granate? Ja, ich muss hier erst nochmal durch den Char wirklich durchsteigen. Ich weiß, sie ist eine Kriegerin. Ah, aber ich habe... Ja, ich bin irgendwie mit Kriegern nicht so wirklich gewohnt zu spielen. So, kommt, ihr zwei, ihr steht doch noch. Komm, retzt mich doch mal. Na, also geht doch. Und ich hatte bis jetzt eigentlich immer nur Taktiker gespielt und ich finde, die sind ein bisschen einfacher. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich muss hier, ich glaube eher, dass ich hier nur erstmal in den Char reinkommen muss. Und das werden wir zusammen hinkriegen. Also bis dahin werdet ihr wahrscheinlich noch viele Tode von mir sehen. Weil, wie gesagt, die geht hier schon wieder gerade runter. Oder ich müsste einfach nur mal meine Quickbar dementsprechend einstellen, weil ich gehe davon aus, dass die nicht richtig eingestellt ist. Ich bin gleich schon wieder hinüber. Klar, weil der hier direkt vor mir steht. Super. So, diesmal respawn ich. So, ich mache das jetzt erstmal so, dass ich jetzt hier die Quickbar erstmal einstelle. So, und zwar werde ich jetzt hier erstmal alles runternehmen. Ist natürlich unheimlich toll, das mit dem Kampf zu tun, weil ich gehe davon aus, die kommen gleich. Aber ich habe ja noch zwei andere Leute dabei, die werden sich dann darum kümmern. Hoffe ich jedenfalls, so auf mein Ziel feuern. Können wir ruhig mal da hinsetzen, den Triple-Betäubungsgranate. So, Bodenwelleneinstellung. Achso, gut. Mhm. Oder auch nicht. Mhm. So, komm, gehen wir hier rüber.
So. Gewehrkolben haben wir. So. Photongranate. Plasmagranate. Pulswelleneinstellung. Dann haben wir da noch die Rauchgranate. Sicherheitseskorte. Oh, wir haben eine Sicherheitseskorte. Oh, finde ich gut. Stoßtrupp, Teamschaden und Bonus für kritische Treffer. Das nehmen wir auch mal mit rein. Ich glaube, das setzen wir mal nach ganz vorne. Ja, es bringt manchmal doch etwas, dann hier durchzugucken. Verlocken, zielverwirren. Da bin ich gut drin. Hallo, ich bin ja schließlich Orionerin. Angriffs- und Wahrnehmungsbonus. Ja, ich glaube, den sollten wir eigentlich auch irgendwo vorne mit hinsetzen. So, dann machen wir das. So, Dalle, und dann werden wir uns jetzt ins Gewühl stürzen. Und erstmal das Loot hier einsammeln. Ja, im Loot einsammeln sind wir gut. Besiegen Sie die Föderationsspione. Lalalalalala. Hallo. Seid ihr noch da oder seid ihr schon weg? Eben gerade wart ihr ja noch alle da und wolltet mich umbringen. Aber jetzt, mit meiner neuen Quickbar, werden wir mal sehen, wer wen umbringt. Ich befürchte, dass die mich immer noch umbringen werden. Sag mal, bleibt ihr endlich mal an einem Platz stehen? So, und dann werden wir jetzt eine Granate werfen. So, taktische Initiative und werden das gut, die da rufen. Genau, das ist gut. Ja, so gefällt mir das schon mal besser. Und ich glaube, ich sollte dann vielleicht das nächste Mal mehr Heiler sozusagen mitnehmen. Da hinten ist noch einer. So, dass die mich ja wieder hochhalten können. Ja, ich muss hier halt eben eine andere Taktik fahren, als mit meinen, sagt schon... Ich komme gleich drauf. Technikern, Technikern, genau. Weil ich bin eigentlich nur Techniker gewohnt. Und damit habe ich eigentlich weniger Probleme. So, diese Spione haben simple Sprengsätze angebracht, um ihre Spuren zu verwischen. Ich schlage vor, dass wir sie deaktivieren. Gut, das heißt, wir müssen jetzt also... Ah, da ist wahrscheinlich hier, das Sprengsatz. Also für den nächsten Kampf, denkt dran, mehr Mediziner mitzunehmen. Oder gegebenenfalls mehr, er sagt schon, ich komme gleich wieder drauf, Techniker. Also entweder Wissenschaftler oder Techniker. Und ja, das macht sich dann doch bemerkbar, dass man ein Schani wirklich hochgespielt hat. Lalalalalala. Seht ihr, liebe Kinder? Das passiert, wenn man irgendwie einen Charakter irgendwie nicht selber spielt und ihn einfach nur hochspielen lässt. Also ich... Nein, ich habe ihn nicht gekauft. Das ist ja mein Account. Der liegt ja auch auf meinem Account. Nein, ich habe diesen Charakter eigentlich nur komplett mit... wo ist er denn? Ah, na gut, Meisterspion. Das heißt, er hat sich wahrscheinlich irgendwo getan. Ich habe diesen Charakter nur durch Mission hochgespielt. Was heißt Mission? Hier, da. Durch diese Aufträge hochgespielt. Immer so nebenbei. Und dementsprechend habe ich den nie wirklich gespielt. Ja, und das kommt jetzt dabei raus, dass ich nicht weiß, wie dieser Charakter funktioniert. Aber wo muss ich überhaupt hin? Ich muss da hinten hin. Da hinten ist er. So, komm. Tür geh auf. So. Wissen wir mal, ob wir jetzt hier durch die Tür kommen? Ja, guck mal, die Tür öffnet sich. You're too late. You may have defused the bombs, but your quarry is long gone. Ja, gut. Es ist nie zu spät für sie. Genau, und jetzt werden wir ihn natürlich versuchen auszumerzen. Mal gucken, ob das hinhaut. Aber der ist alleine, das macht mir irgendwie Sorgen. Das wird dann wahrscheinlich nicht klappen, dass wir ihn platt kriegen. Ja, der haut hier gut auf die Schilde drauf. Ich muss wirklich dafür sorgen, dass meine Leute... Also, dass ich von meinen Leuten praktisch hochgehalten werde. Ach, er ist weg. Ah, gut. Den Spion verhören. Da drin bin ich gut. Hallo. Spionage der KVS innerhalb der ersten Stadt. Sie haben gerade die Aussicht auf ein Leben voller Schmerz und Leid. Erzählen Sie mir, was mit dem Mann geschehen ist, den Sie aus dem Gefängnis befreit haben... Und es wird zumindest nicht schlimmer für sie. Was halten Sie von diesen Guab-Etara? Er spricht nicht. Vermutlich ist er darauf trainiert, der Folter zu widerstehen. Mit denen kommen wir nirgendwo hin. Untersuchen Sie, wie der Gefangene entkommen konnte. So, Versteck untersuchen. Ah, da kommen wir auch noch durch. Da, dann untersuchen wir mal das Versteck.
Da tut sich aber nichts. Tut sich hier was? Auch nicht. Sag mal, wahrscheinlich bin ich... Ach, wir müssen doch da hinten irgendwo in die Richtung. So, hier muss irgendwas sein. Ein Transporter. Ja, ein Transporter. Na, wer sagt's denn? Ach, da finden sie Energie für einen Systemneustart. Ich werde übrigens beobachtet. Klein schwarzplüschig. Sitzt neben mir. So, dann werden wir mal gucken, wo das Transportsignal hingeht. Mhm. Laut dem Protokoll ging der letzte Transport zur Schiffswerft im Orbit über Kronos. Wenn wir uns nicht beeilen, kann unser Gefangener problemlos das System verlassen. Ich schlage vor, wir machen das Schiff sofort auf den Weg zur Schiffswerft. Ja, Unterstopp verlassen und den Transporter zur ersten Stadt nutzen, um die Schiffswerft zu besuchen. Ja, natürlich werden wir das tun. Und jetzt müssen wir erstmal wieder zur Schiffswerft. Ach, das wäre jetzt. Oder beziehungsweise erstmal zum Transporterraum. Das ist jetzt so. Weil, wie gesagt, Kronos ist nicht mein Fall. Schiffswerft von der. Zur Schiffswerft von der ersten Stadt gehen. Genau, wo ist denn hier überhaupt die Schiffswerft? Die ist hier irgendwo, das weiß ich. Ist er hier? Barkeeper? Nee. Ich weiß, es ist wahrscheinlich sowas von offensichtlich. Komm, wir gehen einfach mal hier hoch. Weil ich... Ah, nee, warte mal. Wir müssen in die Richtung, glaube ich. Genau, von da sind wir gekommen. Weil wir... Das Ganze ist ja auch irgendwie beschildert. Also zum Glück sind ja hier Schilder aufgestellt, so für so kleine Dummies wie mich. Damit man sich hier zurechtfindet. Und ich weiß, im Hintergrund brüllt die wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Ah, da musst du in die Richtung. So, hier haben wir die Post. Nee. Ich glaube nämlich, dass wir hier irgendwie hin müssen. Und dann hier runter. So, was haben wir jetzt hier? So, da haben wir die Kampfarena. Transporter, guck mal. Hey, ich bin doch auf ein... Einigermaßen kenne ich mich doch hier aus. Step onto the transporter pad and instruct the transporter officer to beam you to the shipyard. Ja, schön. Gut, okay, dann werden wir jetzt mit ihm reden. Und wir sollen zur Schiffswerft beamen. In der Zwischenzeit werde ich von einem hechelnden Hund angestarrt. Ihr wisst gar nicht, wie unheimlich das sein kann, wenn ein Hund einen anstarrt. So. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Sups, sprechen Sie mit den Verkäufern von gebrauchten Schiffen. Ja, okay, das kriegen wir hin. So. Ich werde ihn dann ja weiter... Aber ich glaube, hier sind wir verkehrt. Sprechen Sie mit dem Verkäufer von gebrauchten Schiffen. Informationen zu Shuttle? Wo gibt's denn hier gebrauchte Schiffe? Ach, der Händler von gebrauchten Schiffen. You interested in buying a slightly used ship? Naja gut, mich interessiert eher, ob hier gerade ein Romulaner hereingekommen ist, auf dem diese Beschreibung zutrifft. Oh yes, just minutes ago, I sold him a shuttle. Habe mir nichts weiter dabei gedacht. Ich nehme an, dass er von der KVS gesucht wird. So zu sagen, ja, ich muss ihn ausfindig machen. Lucky for you, I kept a copy of the transponder code of the shuttle he just bought. Gut, und das ist ja sehr schön. Sie sind schlauer, als Sie aussehen. Also irgendwie ist sie nicht gerade höflich, gell? So, auf das Schiff beamen. Dann machen wir das. Tak, tak, tak. Und? Sind gleich auf unserem Schiff, nicht erschrecken. Ja, da ist unser kleines Schiffchen. Ist es nicht hübsch? Ja, natürlich ist es hübsch. So, und wo sollen wir jetzt hin? I'm disappointed he was able to get off Kronos, but not surprised. He's a slippery one. Do what you need to do to bring him back. You have his warp trail, so I begin with that. Ja gut, okay. Das heißt, wir haben diese Mission auch erfolgreich hinter uns gebracht. Und dann werden wir jetzt also mal sehen, wie es dann das nächste Mal weitergeht. Also wir werden dann natürlich die Spur aufnehmen und ihn verfolgen. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Tja, und bis dahin bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Auf bald. Tschüss.